Christian war schon vor 2 Tagen hier mit uns. Kurz, er ist Missionar in Brasilien, gerade in seinem Heimatdienst. Christian, ich gebe dir das Wort weiter und du kannst nochmal von dir ein bisschen erzählen und du werdest uns dann mit das Wort Gottes beschenken. Wie viele bemerkt haben, die Urumstellung war jetzt. Es wird so langsam Sommer. Gestern war ein wunderschöner Frühlingstag und ich durfte unter unserem Mirabella-Baum stehen und das Summen der Bienen hören, die fleißig waren. In Zeiten von Corona, das die Schlagzeile so ziemlich voll macht, kriegt man oft gar nicht mehr so mit, was alles noch so läuft. Außer dem schönen Wetter befinden wir uns ja auch im Endspurt auf Ostern. Passionszeit, die letzte Woche laufe an. Und damals, vor 2000 Jahren, da war Jesus auch im Endspurt. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, die letzte Strecke nach Jerusalem. Ein schwerer Weg, denn er wusste, dass in Jerusalem auf ihn das Kreuz wartet. Dass es nicht ein weiteres Fest ist, das man dort nur feiert, sondern dass Leid auf ihn zukommt. Aber er wusste, diese Strecke, die ist nötig. Dieser Weg nach Jerusalem ans Kreuz ist nötig, denn er musste den Impfstoff besorgen, den die Menschheit braucht. Den Impfstoff gegen die große und allererste Pandemie, die es in der Weltgeschichte gab, nämlich Sünde. Sünde, die jeden von uns betrifft. Und Jesus wusste, es gibt nur eine Möglichkeit, Heilung zu schaffen. Und es ist sein Weg ans Kreuz, sein Tod für uns, um uns zu retten. Dadurch ist jedem von uns die Möglichkeit offen, ewiges, wahres Leben durch Jesus zu bekommen. Frei zu sein von Schuld und Sünde. Auf der Strecke mit ihm waren seine Jünger, Fischer, Zöllner, Menschen, die vieles noch nicht kapiert hatten, was Jesus machen würde. Trotz mehrmaliger Ankündigungen, trotz der Vorwarnung durch ihn, was passieren wird, waren sie mit ihm unterwegs und wussten nicht, was passieren wird. Auf seiner Strecke waren auch andere Menschen mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen, ihren Ängsten, ihren Problemen, die versuchten, in Jesus da eine schnelle Lösung zu finden. In dem Text, den wir gleich lesen werden, sehen wir noch vorher eine Begebenheit auf dem Weg. Ein Mann kommt zu Jesus. Was er möchte, ist sehr banal, was Alltägliches, was aber auch Sorge machen kann, nämlich Streitigkeiten mit seinem Bruder wegen dem Erbe. Er möchte, dass Jesus da eine Lösung schafft, dass Jesus sagt, hey, so macht ihr's, so passt's. Und diese ganze Streitigkeit um das alte Küchenschränkle oder den Esel im Stall, wer bekommt was und wer kriegt welches Stückchen Acker, dass Jesus das für sie regelt. Aber Jesus war im Endspurt aufs Kreuz und er war wie ein Athlet, der sich auf seine 100-Meter-Bahn konzentriert, völlig konzentriert auf seinen Zielanflug. So was Alltägliches, Banales, wie jetzt eine Erbstreitigkeit um irgendwelche vergängliche alte Dinge, war für Jesus nicht interessant. Er selbst war konzentriert und er wollte auch die Jünger mitnehmen in diese Konzentration. Er wollte sie da mitnehmen auf diesen Weg und ihnen zeigen, um was es wirklich geht, nämlich Menschen retten. Da möchte Jesus uns auch mitnehmen, jetzt in dieser Osterzeit. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, um für die Ewigkeit gerettet zu werden. Was kümmert also eine Erbschaft oder andere Probleme? Und ich möchte mit euch in Lukas 12 die Verse lesen. Lukas Evangelium Kapitel 12, ab Vers 25. Und dort sagt Jesus, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Fürchte dich nicht, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Diese Verse lesen sich leicht, wenn man satt, zufrieden ist, alles hat und das Leben läuft. Doch jetzt in Zeiten von Corona hat sich innerhalb von Wochen für viele
das Leben umgekrempelt. Vielleicht an der Arbeitsstelle, wo man nicht weiß, Kurzarbeit, wie läuft alles weiter. Vielleicht ein eigener Laden und Betrieb und es wird eng. Sorge, wie geht's weiter? Wie lange muss man durchhalten? Wie lange ist man noch flüssig, um den Laden am Laufen zu halten? Und das sind echte Sorgen um die eigene Existenz, um das, wie es weitergeht. Und hier kommt ganz provokativ dieses Hinterfrage von Jesus. Was helfen dir deine Sorgen? Was erreichst du damit? Was kannst du an deinem Leben ändern? Dein Sorgen, welchen Effekt hat es? Und dieses Hinterfrage zeigt uns ganz deutlich, wie machtlos wir eigentlich wirklich sind. Solange alles läuft, mein Alltag in seiner geregelten Bahn ist, der Supermarkt voll ist und Klopapier und Hefe keine Mangelware sind, solange alles in meinem Terminkalender entsprechend sich abspult, solange habe ich das Gefühl, mein Leben habe ich im Griff. Ich habe die Kontrolle darüber. Doch jetzt? Was ist noch planbar? Wie viele Termine musste man schon absagen? Wie viele Projekte streichen? Wir verlieren die Kontrolle und merken es immer mehr. Aber die Frage ist, hatten wir je die Kontrolle, so wie wir es uns vorstellen? Oder war unser Leben nicht viel mehr von Gottes Fürsorge geprägt, die man oft einfach nicht bemerkt hatte, weil wir so beschäftigt waren mit unserem Planer, mit unserem Macher? Aber Gott war da. Seine Garantie, die er schon Noah gegeben hat, dass Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte nicht aufhören werden. Seine Fürsorge mit jedem von uns, die haben wir als ganz selbstverständlich hingenommen. Und jetzt sagt uns Jesus hier in Vers 29, trachtet nicht nach Essen und Trinken. Mit diesem Trachten meint er ein Eifern an sich, da reinhängen, um was zu kriegen. Vielleicht ein Hamsterkauf im Supermarkt. Dieses Zusammenraffen von Dingen, damit man hortet und für sich daheim hat. Er sagt, das ist eine Charakteristik von Menschen, die Gott nicht kennen. Von Menschen, die was brauchen, an dem sie sich halten können, für die nur das Greifbare, das Sichtbare, das Messbare real ist. Für Menschen, die keine Perspektive besitzen über dieses Leben hier hinaus. Und wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wie sieht es dann für uns aus? Soll ich nicht trachten, das heißt, soll ich mich nicht kümmern und sorgen, stehe ich dann am Ende eventuell leer da, ohne was, weil ich einfach mich hinten in der Reihe angestellt habe? Jesus gibt uns hier eine sehr große Zusage. Er sagt, sorgt euch nicht, denn euer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Es ist nicht so, dass es für uns egal ist, sondern Gott weiß, was wir brauchen. Er kennt unsere Sorge, unseren Alltag, das, was uns beschäftigt, unsere Nöte, und es ist ihm nicht egal. Er kümmert sich darum. Ich habe das mal ganz krass erlebt. Das war ein Erlebnis drüben in Brasilien. Unser Toyota blieb im Wald liegen, als wir mit Indianern unterwegs waren, um Maniok vom Acker zu holen und die Wasserpumpe. Das Lager ging kaputt und das Fahrzeug lag still. Ich habe es dann mit Mitfahrgelegenheit geschafft, in die Stadt zu kommen, um Ersatzteile zu besorgen und konnte dann aber nicht mehr auf direktem Weg Richtung Siedlung. Mit so einem Linienbus über eine Erdstraße ging es stundenlang dann in so ein kleines Nest, aber immer noch 30 Kilometer von der Siedlung entfernt, in die ich musste. Ich kam dort an, abends um 5:30, habe meine Kontakte abgeklappert und versucht, ein Motorrad zu organisieren, das mich dorthin bringt, und nichts. Und so bin ich losgelaufen und habe gedacht, naja, 30 Kilometer ist zu schaffen. Man muss halt einfach länger laufen. Und als ich so die staubige Straße entlanglaufe, habe ich dann im Stille für mich gebeten und gesagt, Vater, du weißt, jetzt eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, wäre für dich ein leichtes. Es wäre für dich wirklich einfach, mir jemanden zu schicken, der mich mitnimmt. Und ich hatte kaum fertig gebetet. Kurz drauf höre ich Motorgeräusche von hinten und ich denke, wow, das ist die spontane Gebetserhörung. Und ich stelle mich an den Straßenrand und wink. Und das Auto kommt und rauscht an mir vorbei. Ich stehe in der großen Staubwolke an dieser Erdstraße und denke, naja, so schnell erhört Gott wohl nicht Gebet. Kurz darauf fährt wieder ein Fahrzeug vorbei und das Gleiche wiederholt sich. Es wird dann dunkel, bei uns in der Region schon sehr schnell, kurz nach 6 ist es dunkel. Und meine Hoffnung auf eine Mitfahrgelegenheit war null. Kurz darauf, ich bin schon so 7-8 Kilometer gelaufen, höre ich wieder ein Auto und ich mache mir nicht mal die Mühe,
es abzuwinken, sondern es rauscht einfach an mir vorbei, die Staubwolke. Und dann mitten in dieser Staubwolke sehe ich plötzlich Bremslichter. Jemand legt einen Rückwärtsgang ein und neben mir hält das Auto, das Fenster geht auf und aus dem Auto schauen mich lachende Indianer an, die sagen, was machst du hier auf der Straße? Und sie waren gerade unterwegs in unsere Siedlung, sie waren aus einer anderen Siedlung und haben mich mitgenommen. Und so durfte ich erkennen, Gott kümmert sich um unsere kleine Alltagssorge, um das, was uns beschäftigt. Aber diese Sorge, wenn wir sie in unserem Leben zulassen und uns damit beschäftigen, dann halten die uns beschäftigt. Sie nehmen uns den Blick für das Größere, das Jesus seiner Jüngern jetzt zeigen möchte, nämlich diese Perspektive aufs Kreuz, Menschen zu retten. In Deutschland glauben viele überhaupt nicht mehr an ein Leben nach dem Tod. Viele sehen es als gegeben, es ist hier und jetzt, danach ist es aus und solange ich hier bin, muss ich mein Leben ausnutzen, es genießen, das Beste draus machen. Aber Jesus öffnet uns hier einen Blick auf sein Reich. Er sagt, trachtet zuerst, an erster Stelle nach dem Reich Gottes. Gib die Dinge ab, die deinen Kopf belegen. Mach deinen Kopf frei von Sorge, die du eh nicht bewältigen kannst. Strebe und eifre nach dem, was meine Sache ist. Setz deine Kreativität, deine Kraft in das Projekt, das Jesus hat, nämlich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Jesus selbst war unterwegs in diesen Tagen vor Ostern. Er hat geeifert mit seinem eigenen Leben, um Menschen zu retten. Er hat am Kreuz die Grundlage gelegt, damit Menschen in sein Reich kommen. Und er hat sich nicht ablenken lassen. Und so möchte ich auch uns einladen, unproduktive Sorge abzugeben. Nicht, weil die Probleme nicht realistisch wären, sondern weil es jemand gibt, der sich wirklich sorgt, der sich wirklich um uns kümmert und der auch unsere Probleme bewältigen kann. Hier am Schluss haben wir noch dieses große Versprechen von Jesus. Er sagt, es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Es ist ein Versprechen, dass Jesus uns ans Ziel bringen wird, weil der Vater wirklich es wünscht. Und das möchte ich auch uns zusprechen in diese Tage, wo uns vielleicht viele Sorge drücken und man nicht wissen, was wird. Gott hat es versprochen, dass er bei uns sein wird. Und Jesus hat uns die Garantie gegeben, dass er uns ans Ziel bringen wird. Und ich möchte euch einladen, wirklich auch diese Perspektive auf sein Reich hin zu behalten und euch nicht von Sorge und Nöte, von euren Ängsten ersticken und entmutigen zu lassen. Jesus hat am Kreuz gesiegt und es ist Ostern, daran dürfen wir uns erinnern. Er bleibt Sieger. Amen.